Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 78 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News-Highlights der vergangenen Tage. Und ich habe da so zwei Erkenntnisse gewonnen. Nummer 1, nach der E3 kommt immer das Sommerloch. Und zweitens, das gilt auch dann, wenn die E3 mal ausfällt. Also, viel war wirklich nicht los. Ich denke auch mal, das ist so ein Vorbote für die nächsten Wochen. Mir soll es recht sein, im Juli wird es ja irgendwie eine kleine Sommerpause geben, dann verpassen wir nicht ganz so viel. Also, gehen wir die paar News an, legen wir los. Fangen wir mit einer Meldung an, die mich selber so ein bisschen überrascht hat, denn ich habe das Problem gar nicht so richtig mitbekommen. Nachdem in den letzten Monaten ja bekannterweise die Xbox Series X immer schwer zu bekommen war, macht sich aktuell der Standard Xbox Wireless Controller rar. Zumindest wenn man ihn zu UVP, unverbindlichen Preisempfehlung, in Höhe von 59,99 € kaufen möchte. Bezahlt auf keinen Fall mehr. Tatsächlich, die großen Handelsketten, wie zum Beispiel Mediamarkt und Saturn, haben keinen Bestand. Amazon selber verschickt auch nicht, sondern greift da auf Amazon UK zurück, zum erhöhten Preis. Microsoft, der Online-Store, Fehlanzeige und so weiter und so fort. Microsoft selbst hat jetzt diese Lieferengpässe für diverse europäische Länder bestätigt und sagt hier, Zitat, man bemühe sich gemeinsam mit Produktions- und Handelspartnern die Situation zu verbessern. Wann sich das Ganze wieder normalisiert, ist allerdings unklar. Klar, Alternative, Dritthersteller-Controller oder der Xbox Elite, wobei der natürlich mit einer UVP von 140 € auch deutlich teurer ist. Oder man kauft sich jetzt doch endlich eine Xbox Series X. Ist ja doch wieder fast an allen Ecken gerade zumindest verfügbar. Da ist auch ein Controller dabei. Dann gab es die Tage Aufregung rund um die Halo The Master Chief Collection von 343 Industries. Die Entwickler überlegen nämlich tatsächlich, ob man der Spielesammlung Mikrotransaktionen hinzufügen sollte. Die MCC, wie so schön heißt, gibt es ja bereits seit 2014. 2020 wurde dann das Ganze auch nochmal für Xbox Series X und S optimiert. Und seitdem gibt es eigentlich auch diese Season Points. Sprich, man muss diverse Herausforderungen abschließen. Als Belohnung gibt es dann die Punkte und die Punkte kann man dann für kosmetische Gegenstände ausgeben. Die Seasons haben jetzt ja ein Ende und daher will man die Season Points demnächst in Kürze bald in Spartan Points umbenennen und im Zuge dessen auch käufliche Spartan Points anbieten. Die sollen allerdings rein optional sein, Zitat, für alle, die den Grind vorantreiben oder überspringen möchten. Und aus Gründen der Transparenz, wie es so schön heißt, will man die Community schon jetzt im Vorfeld über diese Gedankengänge informieren. Jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder 3, 2, 1 Shitstorm oder die Community zuckt mehr oder weniger mit den Schultern und dann können wir uns sicher sein, dass diese Mikrotransaktionen kommen werden. Ich persönlich muss sagen, mir ist das eigentlich fast schon egal. Die Spielesammlung ist jetzt schon so lange dabei und die Entwickler investieren immer noch Zeit darin. Also warum sollen sie noch ein bisschen Geld dafür bekommen? Und naja, es betrifft im Endeffekt ja nur kosmetische Items. Interessieren mich eh nicht so richtig. Und dann, solange man das Ganze auch noch freispielen kann, warum nicht? Das mögen andere sicherlich anders sehen. Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Dann ist in dieser Woche endlich auch Fall Guys Ultimate Knockout für die Xbox erschienen. Besser spät als nie, könnte man sagen. Fall Guys, das oder eins der erfolgreichsten Spiele des vorletzten Jahres. Ich glaube, kaum ein Titel hat so von der Corona-Epidemie, vom Lockdown profitiert wie Fall Guys. Nun ja, jetzt endlich auch für die Xbox und ab jetzt auch auf allen Plattformen Free-to-Play, also kostenlos spielbar. Ich habe es natürlich schon mal ausprobiert, was mich gleich geärgert hat. Man braucht auch auf der Xbox ein Epic-Konto. Warum nur? Man kann sich mit dem Xbox-Konto darüber registrieren, ein, zwei Klicks, das ist erledigt. Aber trotzdem, diese vielen Nutzerkonten, was soll denn das? Ansonsten, Fall Guys macht auch auf der Xbox Spaß, wer es nicht kennen sollte. Das sind diese Wettrennen, Hindernisrennen, lustig inszeniert. Die ersten kommen weiter, die letzten scheiden aus. Macht unglaublich viel Spaß.
das passt soweit. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Habt ihr es auf der Xbox schon mal angespielt, dann verratet mir mal gerne, was ihr davon haltet. Dann hat vor einiger Zeit schon bei YouTube mal jemand hier gefragt, wo ist denn der Xbox aktuell Discord? Ja, bislang war er nicht da und ich dachte auch eigentlich lange Zeit, wir brauchen sowas nicht. So ganz sicher bin ich mir auch heute noch nicht, aber ich habe vor ein paar Wochen schon einen Kanal eingerichtet. Das Schlaue, ich habe es niemandem erzählt, deswegen war da jetzt auch wochenlang nichts los. Und da dachte ich mir jetzt mal, hey, jetzt machen wir es doch mal offiziell. Hier die Einladung zum Xbox aktuell Discord. Link dazu gibt es unten in der Beschreibung. Schaut also mal vorbei und verratet mir, warum wir um Discord nicht herumkommen. Und wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, ich bin für alles offen, immer her damit. Entweder hier in den Kommentaren oder direkt dort. Und wo wir gerade bei Werbung in eigener Sache sind, die Tage ist auch mal wieder ein neues Headset-Video online gegangen. Ich habe mir das relativ neue Turtle Beach Stealth 700 Generation 2 Max angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, im Preisbereich bis 200 Euro, vielleicht sogar auch noch höher, ist es in Sachen Klang und Mikrofon das beste Headset, welches ihr derzeit bekommen könnt. Ich habe es auch mal verglichen mit dem etwas günstigeren 600 Generation 2 Max. Und ganz ehrlich, in Sachen Klang und Mikrofon muss ich das auch nicht verstecken. Wenn ihr also gerade vor der Wahl steht, das 600er oder doch das 700er, dann schaut euch das Video mal an. In der letzten Woche gab es ja allerhand Showcases und in dieser Woche gab es noch einen Nachzügler. Focus Entertainment hat den Focus Showcase veranstaltet. Wobei Showcase hier vielleicht das falsche Wort ist. Sie haben ein einziges Spiel vorgestellt und vorgestellt ist auch ein bisschen übertrieben. Sie haben rund 12 Minuten Gameplay gezeigt, nämlich von A Plague Tale Requiem. Und ganz ehrlich, ich bin unglaublich gespannt auf das Spiel. A Plague Tale Innocence, der Vorgänger, 2019 erschien. Ein richtiger Überraschungshit, tolles Game, wer es immer noch nicht gespielt haben sollte, holt es auf jeden Fall nach, gibt es im Xbox Game Pass. Jetzt kommt im Oktober, Termin wurde auch bekannt gegeben, am 18. Oktober halt der Nachfolger Requiem. Und ja, der Erfolgsdruck steigt so ein bisschen, nachdem jetzt der erste Teil so erfolgreich war, erwarten natürlich alle jetzt hier einen richtigen Blockbuster. Ich hoffe mal, die übernehmen sich nicht damit. Mir würde es schon reichen, wenn sie einfach die Geschichte ein bisschen weiter erzählen. Dann bin ich fast schon zufrieden. Schaut euch die 12 Minuten auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich. A Plague Tale Requiem am 18. Oktober auch im Xbox Game Pass wieder. Super. So, und dann werfen wir noch einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Einmal Evil West, so ein ja, dämonischer Western-Shooter. Da wurde ein recht umfangreicher Gameplay-Trailer gezeigt. Dann eine Neuankündigung, Call of the Wild, The Angler, eine Angelsimulation von den Machern von The Hunter. Call of the Wild soll irgendwann in diesem Jahr erstmal für PC erscheinen. Etwas später dann kommt die Konsolenversion und man verspricht hier einen Koop für bis zu 12 Spieler. Nun ja, weiter geht's mit dem Xbox Game Pass. Da wurden die neuen Spiele bis Ende Juni angekündigt. Mittlerweile schon dabei Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Omori, Shadowrun Trilogy, Total War, Three Kingdoms, nur für PC und FIFA 22 sowie Naraka Blade Point. Am 1. Juli kommt dann noch Far Cry 5. Nicht schlecht. Zeitgleich müssen wir uns auch von ein paar Spielen verabschieden. Am 30. Juni verlassen den Game Pass FIFA 22, Jurassic World Evolution, Last Stop und MotoGP 20. Weiter geht's. Ein neues Kapitel für The Elder Scrolls Online. High Isle ist jetzt verfügbar. Launch Trailer könnt ihr euch unter dem Link unten anschauen. Dann wurde zu Grid Legends ein neuer storybasierter DLC veröffentlicht. Und ja, Entwickler DICE will sich ab jetzt nur noch auf Battlefield konzentrieren. Das heißt, es gibt in absehbarer Zukunft kein neues Mirror's Edge, kein neues Star Wars Battlefront, nur noch Battlefield.
Ich weiß nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist. Ja, einerseits können Sie sich so auf das Wesentliche konzentrieren. Aber andererseits, wenn man zwischendurch sich mal um andere Projekte kümmert, dann kriegt man auch mal den Kopf frei und hat wieder Platz für kreative Ideen. Naja, schauen wir mal, wo das hinführen wird. Dann neues Gameplay-Video zu Ghostbusters Spirits Unleashed. Das soll ja im Laufe des Jahres noch für die Xbox erscheinen. Und dann gibt's wieder eine neue Simulation. Der Bausimulator geht in die vierte Runde, erscheint am 20. September für die Xbox, inklusive kooperativen Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler. Dann Matchpoint Tennis Championships, Tennissimulation, erscheint am 7. Juli, also übernächste Woche. Da hat man jetzt angekündigt, dass das Spiel einen Cosplay unterstützt, so rum. Ihr könnt also auch von der Xbox mit Spielern, die auf der PlayStation oder auf dem PC unterwegs sind, antreten. Also übt schon mal den virtuellen Aufschlag. Dann neues Update, mal wieder für Star Trek Online. Stormfall ist jetzt verfügbar. Und es gibt eine Neuankündigung. Hyenas, ein Science-Fiction-Multiplayer-Shooter von Creative Assembly, soll nächstes Jahr für Xbox Series X und S und auch Xbox One erscheinen. Creative Assembly, die haben ja bereits Alien Isolation gemacht und auch unter anderem Halo Wars. Mal schauen, was daraus wird. Grafikstil so ein bisschen comichaft, sieht aber ganz gut aus, finde ich. Schaut euch mal an. Dann, was haben wir sonst noch? Am Sonntag Overwatch. Ja, wurde ja letztens angekündigt. Overwatch 2 erscheint am 4. Oktober und zeitgleich wird Blizzard den Stecker beim ersten Teil ziehen. Das heißt, ab dann könnt ihr den ersten Teil nicht mehr spielen. Immerhin, ihr könnt Fortschritte und Skins könnt ihr übernehmen. Lootboxen allerdings nicht. Ja, ist irgendwo so ein bisschen schade für all die, die für Overwatch Geld bezahlt haben. Immerhin, Overwatch 2 wird ja Free-to-Play sein. Naja, mal schauen. Hoffen wir, dass Overwatch 2 dann dem ersten Teil in nichts nachsteht. Und dann haben wir hier noch eine weitere Simulation. Way of the Hunter wurde bereits angekündigt. Jetzt wurde auch der Release-Termin verraten. Am 16. August ist es soweit für Xbox Series X und S. Und man kann es auch schon vorbestellen. Einmal gibt es eine Standardversion und eine Elite-Version inklusive Season Pass. Kommen wir so langsam aber sicher zum Spiel der Woche. Was ist die Tage überhaupt erschienen? Fall Guys hatten wir eben schon. Dann gab es die Shadowrun Trilogy, eine Rollenspielsammlung mit 3 Titeln. Shadowrun gab es vor Ewigkeiten schon mal für die Xbox, war ein gruseliger Shooter, erspart euch das. Danach hat man sich auf die Grundwerte besonnen, denn Shadowrun ist eigentlich ein Tabletop-Rollenspiel. Folglich sind auch die nächsten 3 Spiele, die erschienen sind für den PC, Rollenspiele. Und die sind jetzt halt innerhalb der Trilogie für die Xbox erschienen. Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall und Shadowrun Hong Kong. Alle Spiele sind auch separat, also einzeln erhältlich. Dann ist der Autobahnpolizei-Simulator 3 erschienen, erstmal allerdings nur für Xbox Series X und S. Die Xbox One-Version soll wahrscheinlich in 2 Wochen, höchstwahrscheinlich aber irgendwann im Laufe des Juli, nachgereicht werden. Dann haben wir Deliver Us the Moon für Xbox Series X und S. Darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Bei Twitter hat mir jemand geschrieben, dass die Bildrate im Performance-Modus sehr zu wünschen übrig lassen würde. Das wäre natürlich etwas schade. Falls ihr da auch Erfahrungen gesammelt habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und dann ist auch noch die Blade Runner Enhanced Edition erschienen. Ein Point-and-Click-Adventure. Ein Remaster, Remake, ist nicht so ganz klar. Vorgeschichte, das Spiel wurde 1997 von Westwood entwickelt. Also ein wirklicher Klassiker, sehr erfolgreich, tolles Spiel eigentlich damals gewesen. Ein Jahr später wurde Westwood von Electronic Arts übernommen und im Zuge dessen
hat das Unternehmen diverse Sachen verloren, unter anderem auch den Quellcode von Blade Runner. Das heißt, Night Dive musste jetzt hier mittels Reverse Engineering das Spiel nochmal komplett neu machen. Also insofern ist es doch irgendwo ein Remake, obwohl es optisch eigentlich nur ein Remaster ist. Also noch 4:3 Format und naja, ich sag mal so, jüngere Spieler werden da wahrscheinlich nicht so die Begeisterung für entwickeln können, aber für so ältere Semester könnte das vielleicht ein ganz interessanter Titel sein. Und dann ist auch noch die Capcom Fighting Collection erschienen mit 10 Beat'em-Ups. Highlight wahrscheinlich, alle 5 Titel der Darkstalkers-Serie sind enthalten und die ist in dieser Form das erste Mal außerhalb Japans verfügbar. Also, Spiel der Woche ist für mich aber ein anderer Titel und ja, da habe ich es mir nicht ganz so leicht gemacht, weil es gibt so ein paar Abzüge irgendwo. Vor allem ist es auch nicht mein Genre. Naraka Blade Point. Naraka Blade Point ist eine Mischung aus Beat'em Up und Battle Royale. Der Entwickler NetEase nennt das Ganze Melee Battle Royale und dabei handelt es sich um das aktuell erfolgreichste Spiel aus China. Der Titel ist im August letzten Jahres für den PC erschienen, wurde seitdem über 10 Millionen Mal verkauft und an sich hat der Titel seitdem immer nur gute bis sehr gute Bewertungen bekommen. Allerdings hat das Spiel gerade auf dem PC mit Netzwerkproblemen und vor allem auch Cheatern aus Asien zu kämpfen. Da bleibt halt zu hoffen, dass die Xbox-Version als geschlossenes System da so ein bisschen außen vor bleibt, wobei der Titel unterstützt Crossplay. Diese Option sollte man dann im Zweifelsfall deaktivieren. Aber auch sonst ist der Einstieg in Naraka Blade Point alles andere als einfach, denn man wird in Matches geworfen, wo wirkliche Profis unterwegs sind und man hat null Chance. Das ist sehr frustrierend, daher heißt es anfangs üben und Tipp am Rande, spiel zuerst hauptsächlich nur mit Freunden. Naraka Blade Point ist seit dieser Woche im Xbox Store als Download erhältlich. Die günstigste Version, die Standard Edition, ist Teil des Xbox Game Pass. Ansonsten kostet diese 20 Euro. Es gibt auch noch eine Deluxe Edition für 35 Euro und eine Ultimate Edition für 51 Euro. Da sind dann noch diverse weitere Inhalte vorhanden. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal vor nächsten Samstag wieder, denn es wird Zeit, dass wir uns die Spiele-Highlights Juli anschauen, wobei das, Spoiler, nicht ganz so viele sind. Zudem werden auch wieder mal die Games with Gold für den Monat Juli vorgestellt. Schauen wir uns natürlich auch gemeinsam an. Dann gibt es eine Handvoll neuer Spiele. Los geht's am Dienstag, 28. Juni. Einmal mit Escape Academy, das ist ein Puzzlespiel im Stile von Escape Rooms. Und MX vs. ATV Legends, das Rallycross-Spiel wurde ja letztens erst verschoben. Weiter geht's am Donnerstag, den 30.06. mit Lumberjacks Dynasty. Und dann zu guter Letzt am Freitag, das ist der 1. Juli, da erscheint die Formel 1 Rennsimulation F1 22. Und damit verabschiedet sich Xbox Aktuell Kompakt Folge 78 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.